Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir haben mit der Ernte begonnen. Wir haben hier mit Mähen begonnen. Und wir dürfen jetzt gleich wieder da oben abtanken, sehe ich gerade. So. Aus. Und hier ein. Auf jeden Fall besser als wie immer hoch und runter. So, wir haben jetzt gleich circa die Hälfte des Felds abgeerntet schon. Wir haben noch eine Schräglage, merke ich gerade hier. Heidewitzka. Aber ich muss jetzt gerade erstmal abtanken gehen hier. Sonst kriege ich hier Probleme. Ich denke, heute werden wir so weit durchkommen, dass wir mit dem Raps anfangen können. Denke ich mal, hoffe ich mal. Milch reicht gerade schon 2 ganze Tage, das ist natürlich wunderbar. Wasser reicht noch 3 Tage, aber muss ich demnächst auch nochmal auffüllen. Das ist natürlich schon wieder einiges zu tun. Alles auf einmal kommt wieder alles, das ist wieder typisch. Ach ja. Jo. Überleben. Aber wie gesagt, ich bin echt gespannt, bringt uns das hier genug Silage für BGA zu füllen, nicht BGA, für das eine Ding zu füllen, für die Station. Ich hoffe es sehr. Ah, ein bisschen aufbauen jetzt hier. Natürlich ein blöder Sitz im Weg, sieht man natürlich nicht, wie man hier fährt. Natürlich auch darf man hier die Ausspielfunktionen täten würden. Sauer nicht wurden. Das war wieder schade. Schön die Stumme. Das ist natürlich auch eine gute Besserung im Vergleich zu was weiß ich. Was war das? Alice 8? Alice 8, Alice 9. Hatten wir schon Alice 11 verschwunden dabei. Gas, weil sonst früher hatten sie ja da wirklich diesen braunen Untergrund, diesen gelben Untergrund. Und ja, Gras wurde nur als Sternchen dargestellt, war natürlich auch schade. Da finde ich das hier schon viel, viel besser jetzt. 1000-mal besser. Noch viel besser als wie noch in LS11 war, weil das war ja irgendwie, keine Ahnung, das hat mir jetzt gut gefallen. Naja. Aber wir haben jetzt unseren LS. Wir sind aber in LS13. Ich bin gespannt, LS14, LS15, ob und wann es rauskommt. Dieser LS14 ist ja jetzt so eine Konsolensache wieder geworden. Und tue ich mich da jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Oh, ja gut, LS13 ist natürlich auch für die Konsolen jetzt rausgekommen, Anfang letztes Jahr. Muss man googeln, ob da schon mal ein neues Aussicht steht von LS15 her. LS-Landwirtschaftssimulator her. Manchmal wäre ja schon sehr, ich möchte mir wirklich freuen, wenn die jetzt besser machen. Nochmal ein Tick besser. Grafik gesehen und so alles. Das Spiel ist ja jetzt schon top. Meistverkaufter Simulator-Spiel überhaupt. Alle Simulatoren. Und ich stehe im Weg. Das ist mal ganz neues, ich mal im Weg stehe. Nein, kein Problem. Also ich muss jetzt auch noch hier von dem vorlaufen lassen. Der andere ist ja nämlich jetzt gleich leer. Voll. Mein Gott, ich schreibe mir hier wieder eine Scheiße zusammen heute. So, mal gucken. Eventuell bei 1% oder so, weil hinten auch schon ein bisschen 1% drin ist. Nee, aber nicht. Hätte ja sein können. Noch ein bisschen. Komm. Ja, jetzt. So, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Voll zu früh. Jetzt
auf jeden Fall eine schöne Arbeit hier, aber immer was anderes als immer nur Silage machen. Auch schön war, wie sich die Schnecken bewegt, wenn ich die Schlaglinien fahre. Auch super. Aha, und das ist schon der erste online bei Steve. Ich kann schon denken, wer das ist. Naja, egal. War ein bisschen noch den schönen Braten nicht fett machen. Zwar klein viel macht zwar auch Mist, wie gesagt. Aber mal schauen. Ich bin aber überlegt, wir werden wahrscheinlich auch noch eine zweite Mischstation dahinstellen. So die Idee zumindest. Ah, mal gucken. Und dann muss das gleich schon bei 65% mal gehen. Gerste, was können wir im Moment für die Gerste? Gerste ist auf jeden Fall gestiegen, das ist natürlich wunderbar. Das freut mich. Oh, 6, 6, 6, 3, 2, 6, 4, 5, 6, 8, 5 bei der Mühle. Okay, Mühle, wissen wir also Bescheid. Der andere ist gerade am Drehen, also wir mal gerade dahin switchen. Das ist eh jetzt fertig. Mach mal langsam ab. So, jetzt. Feuers. Und abdanken. So, wir haben es nicht mal Halbzeit, also werden wir es auf jeden Fall schaffen, den schon beim Raps anzusetzen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wisst ihr, Albert, ich für mich das Zeitgefühl habe. Oh mein Feld, dann braucht es noch. Also noch drei Spuren. Zwei, drei Spuren sind noch. Also noch einmal runter, einmal rauf, noch einmal runter. Wenn es passt, dann. Ich hoffe zumindest. Und am meisten bin ich halt jetzt gespannt, wie viel Silage wir hier rauskriegen, so ein Fahrsilo. Ey, was fahr ich hier wieder für Kurven, ey? Also, was hab ich hier für Kurven gefahren? Was haben wir da alles andere noch? Zutaten, das ist natürlich das Wichtigste. Stroh. Da brauchen wir uns auch nicht drum zu kümmern. Gras, brauchen wir uns auch nicht drum zu kümmern. Denn sobald die Mischration drin ist, wird von dem anderen nichts weggeholt. Und halt Wasser müssen wir uns drum kümmern. Und das war knapp mit den drei Spuren. Eins, oh, da. Und war knapp mit den drei Spuren. Gebe ich zu. Ordentliche Schwaden, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nicht gerade wenig, was wir hier liegen haben. Da wird ja schon einiges zusammenkommen. Hoffe ich zumindest mal. Oh. Ich bin eine ordentliche Kurve gefahren. Meine Schatten. Das Limo. Gibt nix Wodka, gar nix. Wer weiß. Restalkohol. Nee. Kein Restalkohol, ist schlimm, wo der herkommen sollte. Der andere ist ja gleich wieder voll leck. Ah, das geht ja wieder Schlag auf Schlag hier heute. Vielleicht ab. Na, vielleicht eine Playback-Mische habe. Ich hoffe, ihr seht mir mit der Aufnahme jetzt nicht wirklich. So.
Einsprung runter gepasst hat. Also alles müssen wir nochmal abdanken. Was haben wir jetzt gesagt? Mühle oder Güterbahnhof? Mühle, ne? 685, ja. Die Mühle. So. Ich muss aufpassen, ich stehe jetzt natürlich wieder wunderbar im Weg. Das gefällt mir absolut überhaupt nicht. So. Wenn wir gibt das wieder ordentlich Geld. So. Ich werde mir jetzt erstmal gucken. Was mache ich mit dem Geld, was ich hier von der Ernte rein? Ich habe doch mal gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das machen will. Will ich das jetzt für Solaranlagen verwenden? Das an die Silage? Genau. Genau, ich hab so war. Und hier Geld von Ernten und so für die Solaranlagenerweiterung und den Rest brauchen wir dann für die brauchen wir dann, ob man die Silage kriegen, damit werden wir dann unsere anderen Sachen finanzieren, wie Traktoren, manchmal Feld neu anschaffen, so wie jetzt. Wie viel Geld brauchen wir, wie viel brauchen wir eigentlich für Maxtron, Tektron und da noch irgendwelche Kartoffeln. 480.000. 480.000 brauchen wir jeweils dafür. Ja, wirst mal was wir haben, brauchen. Um so Monster schon mal zusammenzukriegen. Aber da müssen wir erstmal gucken. So, wie gesagt, eigentlich wollen wir auch noch runter und dann dürfte es reichen hier. Dürfte, müsste, sollte reichen sogar. Meiner Ansicht nach. Wenn da ein bisschen steht, bleibt scheißegal. Jetzt habe ich keinen Bock drauf, mit so einem schmalen Schlag nochmal drüber zu jagen. Deshalb müssen wir jetzt erstmal gucken. Das war 24, ist in Ordnung. So, der andere ist gleich natürlich schon wieder voll. Super. Dürfte auch komplett fertig sein, ja. So, ich fahr mal los. Denn der. Der eh gleich voll ist eh gleich voll. Du, ich jetzt so weit abtanken, ich hoffe, da 30% sind natürlich die 20%, die ich kriege. Mir deinen Saft. Ich glaube, das reicht irgendwie nicht wirklich. Schade. Naja, lass mal so stehen. Mal jetzt hier noch gerade ein bisschen. So, ich hoffe nur, dass der Preis jetzt nicht fällt. Sonst habe ich Pech gehabt. Sonst habe ich wirklich richtig Pech gehabt. Könnte böse ausgehen. Ja, den schon mal einen Streifen, lade ich jetzt mal in Ruhe, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, jetzt noch drauf rumzureiten. Dann sind wir jetzt gleich schon am Ende der Folge angelangt. Wir werden auf jeden Fall auch noch das andere wegfahren, dann noch die Kacke. So, aber erstmal machen wir jetzt hier noch zu Ende, dann können wir, denke ich, noch hin. Können wir in der nächsten Folge schon mal hier das Gras einsammeln und die Ziele packen. Dann noch die das Stroh anfangen einzusammeln. Während wir die den Mähdrescher an Raps ansetzen. Ja, dürfte eigentlich wieder mal klappen. So, können wir jetzt mal ein bisschen Jas hier. Ich hab ein bisschen Zeitdruck. Auch können, ja.
Ersatz. So, reicht. X und B bestimmt. Also B und X. So. Damit ist das Gras mit abgeschlossen. Wir werden uns halt jetzt erstmal um das kümmern. Also um das Abtanken kümmern. So, mal gucken. Wo ist er denn? Unten mein Städtchen gesehen. Da ist er. Dann gucken wir uns mal, was uns gehört. Komm! Yes, 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 yes. Gib doch endlich Gas! 40 km/h. Gleich bleibt das, machen wir auch selten. Was ist immer so am Flackern? 39, 40, hast du nicht gesehen? So. Musste ich vielleicht gerade nochmal strecken und jetzt gehen wir hier voll Gas noch. Damit wir noch vor Ende der Folge wegkriegen. Ah, dürfte wunderbar klappen. Auf zur Mühle und das Geld einheimsen. So. Weil da denke ich mal, so, ich werde mir erst das Feld kaufen, dann erst die passenden Maschinen dazu. Weil sonst stehen die Maschinen darum, kosten mich unzählige Euros. Bis dass wir ja soweit sind, dass wir da ein können. Aber naja, mal sehen, ob wir jetzt hier vor aus der Ernte gibt. Reicht noch für eine Solaranlage oder nicht? Schön wäre es. Ja. Und halt, nicht so schnell hier. Jungspund. Hier bestimmt nicht. Also von dem Wissen kommen schon keine Solaranlagen zusammen. So, aber wenn man das Rapsgedrissen noch dazu tun durfte, das denke ich mal dicke reichen. Ja. Raps reicht auch auf jeden Fall. Abtanken und dann sind wir schon am Ende der Folge angelangt, schon wieder. Ich erwarte, dass er hier auf seine 40% kommt. 40 km/h. Kriegt trockener Mund. Bleh. Na gut. Ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet auf nächste Folge 1. Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013. Wir werden dann nächstes Mal mit dem Raps, mit dem Weizen hier abschließen. Wir werden die Maschine am Raps ansetzen. Werden das Gras unten einsammeln, das Stroh einsammeln, eventuell schon anfangen. Und dann werden wir mit der Folge auch schon wieder durch sein. Und nun würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!